Ja, hey Leute, ich mache jetzt neben Fingerboarding auch App-Reviews oder halt App-Vorstellungen. Und die erste App wird sein Insta Effect Free. Es gibt halt noch eine Pro-Version, aber die kostet ein bisschen. Aber ich denke oder ich finde die Free-Version oder die Light-Version, naja, Light-Version, also die kostenlose Version ist halt ausreichend. Und ja, wählen wir erstmal ein Foto aus. Nehmen wir mal ein Fingerboard-Foto, das hier. Von The Dirty Harry aus ZX Cool. Thanks. Ja. Ja, gehen wir einfach mal auf Effekte. Da kann man hier halt auswählen, was man haben möchte. Raster in verschiedenen Farben, Streifen und alles Mögliche. Ist wirklich ganz cool. Ganz viele Effekte. Wirklich sehr, sehr viele. Also hat man wirklich eine große Auswahl, aber ich nehme mal hier die Mauer, passt gut dazu. Ja, dann gehen wir auf Edit. Scheiße. Edit Effects. Und hier kann man dann halt einstellen, hier oben, wie man das haben möchte, die Stärke dieser Mauer. Ja, jetzt sieht man hier gar nichts. Also hier die Stärke halt der Mauer. Hier kann man halt einstellen, ob man sie gar nicht haben will. Hier halt eben nur die Schärfe. Ja, also oben die Schärfe oder hier unten nochmal wie stark, also beides eigentlich gleich, bloß hier unten kann man halt die Mauer wegmachen. Ja, also stellen wir mal das hier so ein bisschen so ein. Also hier beides kann man, also mit beiden kann man ganz gut das scharf einstellen, wie man das Raster halt haben möchte, wie auch immer. Hier kann man halt das drehen, hier auch spiegelverkehrt machen. Ja, und ja, also hier ganz hier unten halt kann man das halt rotieren, wie man möchte, oder drehen, wie man möchte. Ja, das war's dann halt erstmal zu Edit Effects. Apply, den Erase gibt es hier noch, dann kann man hier, das mache ich jetzt aber nicht, da kann man hier aber mit so einem Radiergummi da was wegradieren, was man nicht braucht. Hier kann man halt so mit Farben reinbringen. Mal drücken auf Cancel, weil das brauchen wir nicht. Dann hier kann man auch nochmal Farben reinbringen. Ja, das war das Draw Effects. Reset Effects, das ist halt, ob man das halt zurückhaben will oder halt den gespeicherten Shit zurück machen will. Ja, drücken wir es mal auf Done. Ja, hier mit Undo und Redo kann man halt einstellen, ob man das halt noch haben möchte. Ja, das war's halt erstmal zu der App. Also hat ziemlich viele Effekte und ist auch eigentlich ganz gut so für Fotobearbeitung und halt für Backgrounds und so. Oder ob man noch was ins Bild hineinschreiben will. Wie auch immer. Ja, ich finde Insta Effect Free ganz gut. Speichern wir mal das Bild. Save the Camera Roll. Ja. Also ich finde die App auf jeden Fall ganz lustig. Yes, die Insta-Effekt Free und Pro gibt es. Könnt ihr euch holen im App Store. Also, wie gesagt, kostenlos. Insta-Effekt Free. Holt euch die App, die ist wirklich geil. Also, da könnt ihr echt gut Fotos mit bearbeiten. Also, für ein Gratis-Programm ist das wirklich schon richtig super. Und ja, dann haut rein, Leute.